Hallo und willkommen zurück zu unserem Let's Play Civilization 6 als die Griechen. So, ich habe jetzt endlich dieses Barbarenlager entdeckt. Das bedeutet aber auch, ich werde mal hier zwei Einheiten nehmen und die Richtung Feind schicken. Und werde erst jetzt mal hier diese ganzen Nachrichten beenden und dann sollen die anderen mal abziehen. Genau. Und China schickt mal taoistische Missionare. Vielleicht sollte ich in Athen anfangen. Apostel. Oh, das ist gut. Das geht. Ah, dann. Oh, ich kann. Ach, ist ja interessant. Man kann Stadtmauern mit Glauben kaufen. Cool. Monumente auch. Das ist richtig cool. Echt, was hab ich denn für eine Frage? Okay. Okay. Quest baut einen Hafen. Interessant. Aha. Er will da lang, dann gehst du besser nach da. Deine Aufgabe ist da, da wo das Ding ist, da werde ich. Ich denke mal. Du ziehst nach da unten. Du gehst nach da drüben. Und du darfst dich heilen. Du darfst dich jetzt heilen. Uruk habe ich noch den Islam. Der feuchte Traum eines jeden AfD-Wählers. Ich habe den Islam besiegt. Toll. Um die orthodoxe Religion zu verbreiten. Ja. Jemand streitet sich mit mir um Buenos Aires und das wird mir erstmal zu teuer. Ha. So, dann gehst du nach hier drüben. Und bauen hier mal das hin. Das Katapult werde ich erstmal in der Hauptstadt stationieren. Dann gehst du in den nächsten Bezirk. Gibst dich nach da. Du dich nach da begeben darfst. Super. Also meine Armeen laufen voran und in den Uruk werde ich erstmal eine Wassermühle bauen. Ha. Ein Gesandter bei 100 Einfluss. Gut. So sei es. Ach, ich vergesse mal, mich um die Religion zu kümmern. Okay. Dann lassen wir das mal auf. Dann werde ich mir noch einen Apostel holen. Das machen wir. Noch einen Apostel und ein bisschen. Genau. Und jetzt habe ich das erste Mal Wachstum. Was bringt denn der Wal als Luxusgut? Nahrung? Jetzt habe ich erst eine Überproduktion von 1. Gott, wie viel fressen die? Ne, jetzt habe ich eine von 3,3. Aber wieso steht hier? Ah, Annehmlichkeit plus 1. Wachstum plus x. Und was steht hier? Ja, du wissen, was das Tote mehr macht. Naja, mehr Glauben. Hier einen religiösen Bezirk aufbauen. Richtig gut. Okay. Super.
ich sagen, gucken wir doch erstmal, wie es hier so weitergeht. Ja. Sobald ich das geschafft habe, hier alle Schäden vom Krieg wieder aufgebaut zu haben. Hier hinten sehe ich erstmal keinen Grund für eine Verteidigung. Du ziehst erstmal nach Phasalos. Und hier entscheide ich mich jetzt auch, die Wassermühle zu bauen, bevor ich hier den Campus wieder anlege, obwohl das dringend notwendig sein wird. Ja, sehr gut. Ein Barbare. Ah ja, da könnte ich noch ein bisschen schauen. Baut einen Hafen. Ich sollte dringend die Akropolis bauen, aber... Ha! Je mehr sich die Wissenschaft in die Kriegsführung einmischt, desto mehr wächst der Bedarf an Technikern in den Feldarmeen. Im letzten Krieg gab es niemals genug Pioniere. Ha. Bernard Montgomery. So. Schön. Du produzierst jetzt in der Hauptstadt. Dann würde denn dort ein Siedler dauern? Ich muss langsam anfangen, mal Siedler zu bauen. Hinder baue ich hier unten. Ephesus, das reicht erstmal einer mehr. Gut, ich brauche zwei mehr. Mir wurde eine Handelslinie geklaut. Sehe ich gerade. Aber erstmal werde ich mir hier noch einen Siedler leisten. Dann drei unterschiedliche Spezialbezirke für Mathematik, nur damit ich die Petra bauen kann. Ich weiß nicht, ich habe gerade noch keine Stadt in der Wüste, das macht es nicht so sinnig. Ich würde mich eher dafür oder dafür, wer weiß, hier. Dafür würde ich mich wahrscheinlich entscheiden. Du gehst nach da. Danach da. Du begibst dich nicht. Hier ist er nicht. Hier ist es. Da, da. Dann schauen wir mal, wie wir das so fortführen in Zukunft. Bewahren mache ich da platt. Hier unten sieht es erstmal alles ganz. Hier sind Barbaren. Okay. Ah ja. Ah, ich habe noch eine, die auf viele wartet. Ich gar nicht so. Oh, da sind Barbaren. Okay. Du ziehst nach da. Oh nein. Du bleibst auch da, wo du bist. Ich glaube, ich habe da unten schon zwei Einheiten. Ihn ziehe ich auch noch hier unten. Genau, dann können die beiden sich um den Barbaren kümmern. Wo steht der nochmal? Da. Da, wo ich die Stadt bauen wollte. Ich meine, ja, den habe ich noch nicht. Ich habe Elfenbein. Warum wollte ich die Stadt da bauen? Da sieht Zucker, Elfenbein, aber sie ist auch ziemlich dicht an Toronto. So, ihr kümmert euch da mal um den Barbaren und ich glaube fast die Stadt. Würde ich gerne. Dann ist sie so weit weg von. Müsste sie hier bauen, damit ich das Aquädukt dorthin bauen kann. Hier ist sie halt perfekt, weil dicht an. Ja. Da, ich könnte sie auch hier bauen.
kriege ich die Jade trotzdem. Oder ich baue sie hier. Okay, also da zu bauen ist mir einfach zu dicht an Toronto. Das gibt nur Stress. Ich könnte sie also hier bauen. Könnte ich hier eine Aquädukt zum Beispiel bauen. Das wäre aber auch ziemlich dicht an Ephesus. Ich könnte sie hier bauen. Na, eins daneben. Das wäre gut. Ja, hier. Eins, zwei, drei. Müsste ich mich wahrscheinlich ein bisschen kaufen Richtung Jade, aber das wäre doch gar keine so schlechte Idee. Dann nehmen wir uns eine Nadel. Salmonade hinzufügen hier. Hm. Das verstehe ich auch ein bisschen. Was mache ich da eigentlich noch? Na gut. Sei es drum. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Da bleiben. Hinbewegen. Dann schaue ich mal, dass ich das anfangen werde zu kaufen. Dann könnte ich hier eine Stadt errichten. Ja, aber das werde ich trotzdem machen. Das wird die nächste Stadt sein. So. Denn F an. Ein Gold. Dann hier unten. Ah, ist schon ziemlich dicht. Da unten ist aber echt ziemlich dicht. Vor allen Dingen ist es auch ziemlich dicht an Seoul. Ich sehe auch keinen Grund, das da zu bauen. Ich glaube, ich muss das nochmal neu planen. Also hier haben wir Knossos, da haben wir Seoul. Mein Ziel ist es ja, hier irgendwie eine heilige Stätte zu bauen oder so. Das kriege ich aber auch durch Seoul hin. Wenn ich jetzt Seoul habe, habe ich 1, 2, 3. Ich würde gerne hier so ein Industriegebiet hinbauen, glaube ich. Dann so, das ist doch ganz gut. Das heißt, ich würde die Stadt gründen am besten. Und Pin. Tja. Also, wenn ich sie hier gründe, dann sind das nur. Würde sich ganz schön viel überschneiden mit. Na, mit Knossos. Also denke ich, ich setze die Nadel an. Dann schauen wir mal. Dann wäre das immer noch eine gute Zwischenstadt. Ja, deswegen hatte ich eigentlich hier gedacht. Das wäre natürlich extrem viel Wüste. Da die Petra. Da brauche ich dann nichts weiter bauen. Tja. Tja, ja. So, aber jetzt bauen wir endlich mal Religion. Ich kann noch mehr kaufen. Ja, Monument, ne? Also das verlockt mich ja schon irgendwie. Also dann mach ich erstmal. Und du begibst dich erstmal nach hier. So. Sehr schön. Schön, schön. Nein, bin ich nicht viel. Ach so. Alles klar. Ja, hier. Und hier. Ja, besiedeln wir das Land. Eine ganze Menge Städte mit 6 Leuten. Und hier habe ich mein. Wow. Wow, hier habe ich 7. Wow. Wow. Hier hätte ich wahrscheinlich schon mehr, aber stand ja auch schon so 7 oder 8. Aber da habe ich ja mal wieder Siedler rausgezogen. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört. Sie reduzieren nicht mehr
war. Ja, so richtig. So, ich jetzt sage, ich kaufe ein Geländefeld. Nahrung ist knapp. Ich könnte aber den Wal noch dazu kaufen. Das wäre sinnig. Das würde nur das einen Glauben bringen. Ja. Ist nett, aber ist jetzt auch nicht super gut. Der Wahl wäre schon gut. Mit dem Wahl. Und hier baue ich eine Kaserne. Und du? Also ich bin immer noch nicht ganz weg von der Überlegung, die Stadt hier zu errichten. Das wäre wahrscheinlich wesentlich besser, dann verzichte ich auf den Teil oder schau mal, wie weit Soul kommt. Weil Soul ist ja auch 1, 2, 3. Das heißt, ich würde nur dieses eine nicht bekommen. Andererseits, wenn ich hier eine Stadt hätte, 1, 2, 3, ja, da wäre das genau raus. 1, 2, 3, ich könnte da auch noch eine heilige Stätte hin. Also das wäre schon durch Soul ziemlich gut abgewickelt alles. Was habe ich jetzt getan? Doch, klar, das was ich wollte. Glaubenssatz. Oh Gott. So. Heiliger Orden, der Kauf von Missionaren und Aposteln wird billiger. Religion breitet sich in Städten aus, die weiter entfernt sind. Religiöse Einheiten ignorieren Gelände und ach, bla. Bla. Druck eurer Religion nimmt durch verlorene bla. Religiöse Ausbreitung durch Druck von benachbarten Städten ist 25% stärker. Okay, das finde ich gut. Die Städte mal was machen. Und ich kann hier. Kann Bürger zu seiner Religion konvertieren, theologische Kriege. Der kann aber keine theologischen Kriege führen. Du, jetzt nehme ich nach hier unten. Nach Ephesus. Und ich glaube, ich lösche das und ich bleibe doch bei meinem ersten Plan. Ich will die Stadt da, wo der Barbar ist, habe ich. Das heißt, du begibst dich mal da und du begibst dich mal da. Ein Speer. Erstmal du. Nein. Du bist dann da und du gibst dich wieder zur Hauptstadt zurück. Du reparierst. Während du überspringst. Ah. Und Valletta beginnt den Handel mit Megara. Jetzt kann man nur. Geld habe ich ja zwar genug, aber kann nie wirklich genug Geld haben. Also sollten wir schon. Und dann muss ich endlich mal anfangen, den Hafen zu bauen. Die Frage ist nur, wo? Wo baut man hier einen cleveren Hafen? Ne? Keine gute Position. Nicht clever gewesen, hätte ich die Stadt hier gebaut. Hätte ich da eine heilige Stätte hinbauen können, hier noch den Hafen, um sie zu verstärken. Aber gut. Das ist nur am Rande. So.
du kannst noch gar nicht wässern. Mal da. Gibst dich bitte nach hier unten, damit die Ressource repariert werden muss. Also ich finde, die Stadt hier aufzubauen hat zumindest einen gewissen Charme. Gut. Würde ich sagen, zwischen mal ab. Nächste Runde mache ich da noch eine Stadt auf und dann wird alles super. Ich denke doch. Ich baue mein riesiges Imperium auf. Hab eine Kia-Armee. Ich muss die mal bei Gelegenheit aufwerten. Oh. Ich habe noch Einheiten Befehle mit dir. Ja, du sollst. Und du verschanzt dich. Noch 6 Runden, dann ist der Bezug dort fertig. Noch 2 Runden, dann habe ich dort eine Runde mehr. Also läuft es doch eigentlich ganz gut. Ha! Das ist ja nett. Das ist ja so nett. Verbesserung. Dann war es das, stimmt. Dann ist der Ort. Dann muss ich mal sehen, wie sich das hier alles so weiterentwickelt. Genügend Städte habe ich ja nun für 2 Wale, also das weiß ich auch. Müssen wir mal gucken. Ah, wir haben den Siedler fertig. Der Siedler sah sich nach da. Der wählt den kürzesten Weg. So. Du begibst dich mal nach da. Hier oben. Das bringt sonst nichts. Denke ich mal. Okay, so. Der nächste Siedler würde schon 7 Runden dauern. Und ich brauche jetzt wirklich tatsächlich erstmal den Händler. Ich glaube, das mache ich hier auch. Wenn ich erstmal ein paar Händler habe. Dann sind wir hier, gucken wir mal. Also kein Stadtstaat, der mir irgendwas sagt. Athen habe ich. Noch kein Handelsweg. Ah. Interessant. Sieht nur so aus. Ja, also. Du schläfst da erstmal. Und, heilst dich erstmal. Und du operierst das. Wie gesagt, du sollst hier. Und dann würde ich sagen, bevor ich jetzt in die nächste Runde wechsle, sieht ja doch alles ganz amüsant aus. Bewege ich noch den Schwung, damit sich der Siedler und der Bogenschütze dann hier treffen und dann denke ich mal so lange darüber wandern. Denke ich, sollte ich das Ganze vielleicht hier an der Stelle erstmal pausieren. Das werde ich auch tun. Ich pausiere das Let's Play an dieser Stelle. Ich wünsche euch bis zum nächsten Teil eine wunderschöne Zeit und sage auf Wiedersehen, euer Hade.